Die Menschen sind schlecht. Wie schlecht, das beweisen diese skrupellosen Fälschungen, dreisten Betrügereien und mysteriösen Morde eindrücklich. Beispiele für prominente Kriminalfälle der Geschichte gibt es unzählige. Wir haben drei weitere für euch zusammengefasst. Ein exotischer Ort, voller Reichtümer und fruchtbarer Böden, der nur darauf wartet, besiedelt zu werden. Das erträumt sich eine Gruppe von Aussiedlern, als sie 1823 ihre neue Heimat in der Karibik betritt. Für diese Handwerker, Tagelöhner, aber auch Mitglieder der Upper Class soll es der Start in ein neues Leben werden. Klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Und genau das ist es auch. Im Mittelpunkt dieses Kriminalfalls einer der größten Finanzbetrüger der Geschichte. Er nennt sich selbst König von Poyais, heißt aber eigentlich Gregor MacGregor. 1786 wird er in Schottland geboren. Mit 16 tritt er ins britische Militär ein, zieht 1812 nach Südamerika, wo er sich im Befreiungskrieg gegen die Spanier einen Namen macht. 1821 kehrt er nach London zurück und wird schnell zum Liebling der High Society. Er prahlt mit seinen Taten als General im Befreiungskrieg gegen die Spanier. Und er behauptet, der Prinz von Poyais zu sein, einer unabhängigen Nation in der Bucht von Honduras. Der Herrscher der Region höchst selbst habe ihn zum Cacique, also zum Fürsten, ernannt, um das Land zu entwickeln. Dafür sammelt er Geld. MacGregor weiß, nach dem Kollaps des spanischen Imperiums sind die Londoner Investoren ganz heiß auf neue Geschäftsfelder in Südamerika. Seine Poyais-Staatsanleihen sind der Renner bei den reichen Adligen. Auch potenzielle Siedler für sein Land Poyais rekrutiert er, startet dafür eigens eine Werbekampagne. Handzettel versprechen eine goldene Zukunft. Zudem ist das Land, das MacGregor an die zukünftigen Siedler verkauft, extrem günstig. Ein 300-seitiger Reiseführer beschreibt das Land in schillernden Farben. Das Buch preist den überbordenden Reichtum ebenso wie die gute Infrastruktur, beschreibt Flora und Fauna und verspricht üppige Gewinne und fruchtbares Land. MacGregor schart Politiker, Geschäftsleute und Adlige um sich. Alle wollen investieren, sogar das britische Königshaus ist an seinen Plänen interessiert. Innerhalb eines Jahres nimmt MacGregor Unsummen ein und sichert sich die Gunst seiner aristokratischen Unterstützer. Was niemand ahnt, das Fürstentum Poyais ist in Wahrheit reine Fiktion und der Schotte ein dreister Hochstapler. Sein blühender Staat, ein unbesiedelter Landstrich an der sumpfigen, unwirtlichen Moskitoküste. Den Reiseführer hat MacGregor unter einem Pseudonym selbst geschrieben. Ebenso wie die vermeintliche Verfassung des Staates Poyais. In seinen Rekrutierungsbüros für Südamerika-Auswanderer lässt MacGregor seine ahnungslosen Kunden ihr Erspartes gegen Poyais-Dollar eintauschen. Auch die sind wertlos. MacGregor hat sie eigens drucken lassen. Der vermeintliche Visionär ist ein eiskalter Betrüger. Aber niemand schöpft Verdacht. Und so machen sich in den Jahren 1822 und 1823 hunderte Siedler von England und Schottland aus auf die Reise in das vielversprechende neue Land. 2 Monate verbringen sie auf See, bis sie endlich, tausende Kilometer entfernt, Poyais, das Land ihrer Träume, erreichen. Hier wollen sie ein neues Leben beginnen. Aber statt einer prosperierenden Stadt landen die Siedler in der Wildnis, ohne Trinkwasser und mit viel zu wenig Lebensmitteln. Verzweifelt versuchen die angehenden Siedler am Ufer, behelfsmäßige Unterkünfte zu errichten, während sie auf Hilfe warten. Viele nehmen sich aus Verzweiflung das Leben. Fast 3/4 der Gruppe aber stirbt an Unterernährung oder tropischen Krankheiten. Der betrügerische Kolonisierungsversuch kostet mehr als 150 Menschen das Leben. Trotzdem glauben viele weiterhin an MacGregor, dass der Fürst von Poyais sie belogen haben könnte
können sich die Menschen schlicht nicht vorstellen. Obwohl er sich mit seinen Betrügereien etwa 1,5 Millionen Pfund Sterling ergaunert, heute mehr als 110 Millionen Euro, verbringt McGregor seinen Lebensabend entspannt in Venezuela statt im Gefängnis. Dort stirbt er 1845 im Alter von 58 Jahren. Wie ein Finanzbetrüger ein Land erfand, ist bis heute einer der skrupellosesten Kriminalfälle der Geschichte. Der nächste prominente Kriminalfall ist bis heute ein ungelöstes Rätsel. Der Tod eines Hoffnungsträgers. Es ist der 22. November 1963. US-Präsident John F. Kennedy ist auf Wahlkampfreise in Dallas. Kennedy, 35. Präsident der USA, ist ein Hoffnungsträger, der bis dahin jüngste Präsident im Weißen Haus. Sein Ziel? Amerika wieder in Bewegung zu bringen. Er will unter anderem das Bildungs-, Gesundheits- und Steuersystem reformieren. Kennedy ist ein Charismatiker. Er begeistert die Massen. Aber nicht alle lieben ihn. Viele verübeln ihm sein Eintreten für die Bürgerrechte schwarzer Amerikaner und sein Scheitern beim Sturz von Fidel Castro. Wie ein Schwerverbrecher wird Kennedy von Gegnern auf Flugblättern in Steckbriefmanier dargestellt, gesucht wegen Hochverrats. Er wird vor Attentaten gewarnt, aber er weigert sich, seine Auftritte abzusagen. Gegen Mittag setzt sich die Präsidentenlimousine in Dallas in Bewegung, Richtung Downtown. Weit mehr als 150.000 Menschen sind gekommen. Um 12.30 Uhr Ortszeit fallen plötzlich Schüsse. Kennedy wird am Hals und am Kopf getroffen. Jede Hilfe kommt zu spät. 30 Minuten später wird er für tot erklärt. Ganz Amerika steht unter Schock. Das FBI fahndet derweil fieberhaft nach dem Täter. Schon kurz darauf verhaften sie einen Verdächtigen. Lee Harvey Oswald, ein labiler Waffennarr und bekennender Kommunist. Oswald leugnet die Tat und erklärt vor der Presse, er werde zum Sündenbock gemacht. Die Wahrheit kommt nie ans Licht. Zwei Tage nach seiner Verhaftung, als Oswald in ein anderes Gefängnis überführt werden soll, wird er vom Nachtclubbesitzer Jack Ruby erschossen. He's been shot. He's been shot. Lee Oswald has been shot. Seitdem wird darüber gerätselt, ob Oswald wirklich ein Einzeltäter war. Viele glauben, die tödlichen Schüsse seien aus einer anderen Richtung gekommen als dem Schulbuchlager, in dem sich Oswald versteckt hatte. Es habe neben Oswald noch andere Schützen gegeben. Die Liste möglicher Auftraggeber ist lang. Die Mafia, antikommunistische Exilkubaner, die einen Krieg der USA gegen Kuba provozieren wollen, Kubas Herrscher Fidel Castro selbst, der KGB, sogar die CIA. Auch fast 60 Jahre nach dem Attentat bietet der Präsidentenmord noch immer Raum für Verschwörungstheorien. Zwar kommt die mit der Aufklärung betraute Untersuchungskommission nach 10-monatigen Ermittlungen zu dem Schluss, Lee Harvey Oswald hat als Alleintäter gehandelt und 3 Gewehrschüsse auf Kennedy abgegeben. Doch schon kurz nach Veröffentlichung des sogenannten Warren-Reports regen sich Zweifel an seinen Ergebnissen. Die Kritik, die Kommission habe mögliche Hinweise auf eine Verschwörung weitgehend ignoriert, um die Alleintäter-These möglichst zweifelsfrei zu belegen. Ein Sonderausschuss des US-Kongresses, der das Attentat in den 1970ern erneut untersucht, widerspricht der Eintätertheorie. Die tatsächlichen Umstände des Attentats sind bis heute nicht geklärt. Und so bleibt dieser zweifellos prominente Kriminalfall für viele bis heute ein ungelöstes Rätsel und macht Kennedy zur Legende. Dieser prominente Kriminalfall gilt als einer der größten Kunstfälscherskandale überhaupt. Sogar berühmte Museen kaufen die gefälschten Werke und stellen sie aus, ohne dass jemand Verdacht schöpft. Erst ein Handel mit Nazi-Größe Hermann Göring entlarvt den Täter und macht ihn über Nacht berühmt. Es ist Han von Megeren. Er selbst sieht sich als verkanntes Genie, denn er ist mit seinen Werken nicht sehr erfolgreich. Also beginnt er mit dem Fälschen, um den Kritikern eins auszuwischen. Und um zu beweisen, dass auch er ein außergewöhnlich guter Maler ist. Han von Megeren hat den Kunstmarkt studiert.
Er kopiert den Stil des holländischen Meisters des Barock, Jan Vermeer. Und das ist kein Zufall. Vermeer ist nach seinem Tod in Vergessenheit geraten. Erst im 19. Jahrhundert wird er wiederentdeckt und ist sehr begehrt. Ein echter Vermeer. Hätten Sie eventuell Interessenten? Oh ja, da gibt es einige. Die Biografie des alten Meisters Vermeer weist große Lücken auf. Van Meegeren nutzt das aus. Er etabliert bewusst eine neue Stilvariante und erfindet so ein vollkommen neues Kapitel der Geschichte des alten Meisters. Deshalb schöpft niemand Verdacht. 1937 gibt er seine erste Fälschung an einen Kunsthändler, Christus und die Jünger in Emmaus. Die niederländische Kunstwelt ist begeistert. Man glaubt, das Bild sei ein wieder aufgefundenes Meisterwerk Vermeers. Und das Rotterdamer Museum Boijmans erwirbt das Gemälde für die damalige Rekordsumme von über 500.000 Gulden. Van Meegeren macht weiter. Er ist selbst Restaurator, weiß also, was er tun muss, damit seine Fälschungen den kritischen Prüfungen der Experten standhalten. Jahrelang studiert er die Technik Vermeers. Er mischt seine Farben aus Pigmenten der damaligen Zeit. Gleichzeitig fügt er seinen Farben aber einen flüssigen Kunststoff bei, Bakelit. Dadurch härten sie schneller aus. Um sie noch weiter zu trocknen, muss er seine Bilder erhitzt haben, mit den unterschiedlichsten Hilfsmitteln. So werden die Farben steinhart, so wie jahrhundertealte Ölfarbe. Außerdem spannt er die Leinwände, um Sprungbildung in der Farbe zu imitieren, und färbt jeden Riss mit größter Sorgfalt mit Tusche nach. Vierzehn seiner verkauften Fälschungen sind heute bekannt. Einige davon lagern bis heute im Archiv des Rijksmuseums. Mehr als 3 Millionen Gulden verdient er schätzungsweise damit. Heute umgerechnet etwa 100 Millionen Euro. Lange läuft alles bestens für den Fälscher. Bis 1945. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wird Görings Kunstsammlung von den Alliierten konfisziert. Unzählige Kunstschätze. Besonderes Aufsehen erregt ein Werk des alten Meisters Jan Vermeer. Christus und die Ehebrecherin, ein niederländischer Kulturschatz, so glaubt man. Fieberhaft fahndet man nach dem Kollaborateur, der es an die Nazis verkauft hat. Van Meegerens Name taucht bei Ermittlungen auf und er wird verhaftet. Ein Gemälde von Vermeer. Ein Juwel holländischer Kunst, diesem Deutschen. Für den Fälscher ist die Lage ernst. Auf die Kollaboration mit dem Feind steht die Todesstrafe. Er sieht nur einen einzigen Ausweg, um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ich will nur verstehen. Sie glauben also, ich hätte diesem Nazi-Schergen Göring einen Vermeer verkauft? Das war kein Vermeer. Das war ein Van Meegeren. Ich habe das Bild gemalt. Das glaubt ihm zunächst niemand. Als Beweis seiner Fähigkeiten muss er unter Zeugen einen weiteren Vermeer malen. Der Fälscher malt buchstäblich um sein Leben. Aber seine Verteidigungsstrategie geht auf. Ihm wird nun als Kunstfälscher der Prozess gemacht und nicht mehr wegen Landesverrats. 1947 wird Van Meegeren zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Die Haft tritt er niemals an. 2 Wochen nach der Urteilsverkündung stirbt der Fälscher an einem Herzinfarkt. Als Hauptfigur in diesem prominenten Kriminalfall bleibt er uns aber bis heute im Gedächtnis. Fazit: Das absurde Verbrechen ist wie Religion. Unglaublich, aber faszinierend, sagte einst Alfred Hitchcock. Welche prominenten Kriminalfälle faszinieren euch? Lust auf noch mehr Geschichte? Dann abonniert diesen Kanal.